Nachdem wir jetzt herausgefunden haben, was die beste Waffe in Battlefield 4 ist, stellt sich in diesem Video heute die Frage, was denn die beste Map in Battlefield 4 ist. Das ist allerdings eine ziemlich schwierige Entscheidung, da die eine Map besser für den einen Spielmodus geeignet ist und die andere Map total ungeeignet für den Spielmodus ist. Das ist natürlich auch so gewollt von den Entwicklern, deswegen habe ich das darauf mal heruntergebrochen, was denn die beste Conquest Map in Battlefield 4 ist. Conquest ist so der Modus, wo man quasi Battlefield 4 in seinen vollen Vorzügen und Nachteilen genießen kann, sowie auch die Maps in vollen Vorzügen und Nachteilen genießen kann, wo also die ganze Map und so ziemlich alle Fahrzeuge in Battlefield 4 zur Verfügung stehen. Bevor wir allerdings zu diesem Thema kommen, möchte ich noch ankündigen, dass es am Ende dieses Videos die Gewinnspielauflösung des Weihnachtsgewinnspiels geben wird. Dann erfahrt ihr, wer seinen Wunsch-DLC nachträglich zu Weihnachten noch bekommen wird. Wir fangen wie üblich mit Platz 3 an. Auf Platz 3 habe ich eine Map gewählt aus dem China Rising DLC, wo es eigentlich fast nur auf Infanterie-Gameplay ankommt, also wir den Vorsatz mit den Fahrzeugen erstmal hinschmeißen können, und zwar Guilin Peaks. Guilin Peaks ist eine der besten Maps oder die beste Map in dem China Rising DLC, würde ich sagen. Auf dieser Map kommt es nämlich sehr, sehr stark auf Teamplay drauf an. Es gibt sehr, sehr viele Flaggen, nämlich Flaggen von A bis G, die relativ kreisförmig angeordnet sind, außer mit D in der Mitte. D ist sozusagen ein zentraler Punkt, wovon man zu allen Flaggen ausschwärmen kann, also wovon man quasi zu allen Flaggen den kürzesten Weg hat und alle Flaggen ziemlich schnell besetzen kann. Außerdem befindet sich an D natürlich auch der Bomber. Das heißt, das zentrale Augenmerk liegt schon auf D. Allerdings ist die Map so eingerichtet, dass niemand so einen übertrieben guten Vorteil hat, wenn er D besitzt. Also der Bomber ist nicht total overpowered und notfalls kann man die Mappen, die Flaggen, nicht die Mappen, auch noch in einem Kreisrundgang, sage ich einfach mal, einnehmen. Also das heißt, wenn man als ganzes Team, sagen wir, als US-Team, wie auf diesem Bild eben dargestellt ist, bei B startet, dann C, G, F einnimmt, dann verliert man vielleicht zwischenreihen wieder B und so weiter und so fort. Und das ist halt immer so ein Kreiskampf, sage ich einfach mal, der unglaublich gut funktioniert. Das ist eine Map, die funktioniert endlich mal so, wie sie auch sein sollte, was sehr, sehr wenig in Battlefield 4 vorkommt leider. Und deswegen gibt es dafür auch den Platz 3 von mir, auch wenn es hier wirklich nur auf Infanterie ankommt. Natürlich haben wir auch noch den kleinen Ausgleich durch den Transporthelikopter, mit dem man wirklich, wenn man einen guten Piloten hat, sehr, sehr gut auf dieser Map fliegen kann. Also, man hat wohl die Gefahr, dass man einige Stellen auf dieser Map zu tief kommt, also dass man zu tief auf den Boden kommt und man sehr, sehr gut durch RPGs weggeholt werden kann. Allerdings, wenn der Pilot ziemlich gut ist und das genau einschätzen kann, in welcher Höhe er fliegen muss und in welchem Abstand zu den Flaggen er fliegen muss, kann man mit diesem Helikopter die Flaggen auch sehr, sehr gut einnehmen, also sehr, sehr gut mit den Miniguns arbeiten. Das, finde ich, ist einfach top gelungen, auch auf dieser Map. Dieser Helikopter ist wie auch der Bomber nicht overpowered, sage ich einfach mal, obwohl es das einzige Fahrzeug mit Waffen auf dieser Map ist. Allerdings bringt er schon einiges und macht ordentlich Spaß, und man kann, wenn man noch Kills mit diesem Helikopter haben will oder Kills generell mit Transportfahrzeugen haben will, kann man auch sehr, sehr gut mit dem Ding hier Kills machen. Also, falls ihr die Map noch nicht so oft gespielt habt, würde ich es euch echt mal empfehlen, schnappt euch am besten ein Sturmgewehr und den Medikit, auch wenn es Conquest ist, schnappt euch das Medikit und dann operiert auf dieser Map. Also, habt euren Spaß, ich finde, die Map ist einfach gut. Es geht weiter auf Platz 2 mit einer extrem schlauchförmigen Map. Also das ist wirklich eine Sache, die wird immer an dieser Map extrem kritisiert, da eben nur zwei Fronten existieren. Also auf dieser Map existieren nur zwei Fronten, um das Ganze in der Vorstellung ein bisschen einfacher zu machen. Es ist Operation Locker. Operation Locker ist wohl eine Map, die von einer Seite der Battlefield 4 Community total gehasst wird und von der anderen Seite total geliebt wird. Ich bin ehrlich gesagt auf der Seite, die diese Map liebt. Also ich habe sie am Anfang gehasst wie sonst was. Ich habe auch nicht gern bei Battlefield 3 Metro gespielt. Das hat sich mittlerweile auch geändert. Ich spiele in Battlefield 3 auch gerne Metro, auch wenn ich schon ewig nicht mehr Battlefield 3 gespielt habe. Aber Operation Locker ist ja ziemlich identisch zu Metro. Metro ist auch ziemlich schlauchförmig aufgebaut. Im Prinzip eigentlich fast die gleiche Map wie Operation Locker. Natürlich der zentrale Punkt wieder die C-Flagge, es gibt Flaggen von A bis E, die C-Flagge ist der zentrale Punkt und es gibt eigentlich immer ein Team, das dominiert und ein Team, das gewaped wird. Ich muss aber sagen, es macht auch viel Spaß in dem gewapten Team zu spielen, denn da kann man auch, wenn man gut drauf ist, ordentliche Kills abstauben. Und wenn man ganz, ganz gut drauf ist, kann man nämlich noch außen lang gehen, da wo zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir sind das CN-Team, und wir gehen jetzt außen lang über den Helipod bis hin zu C und können dann von oben von dem Aufgang, ich denke mal jeder kennt es von euch, jetzt mal rot markiert hier auf der Karte, von oben von diesem Aufgang gut C aufräumen, C eventuell auch einnehmen, wenn das Ding noch nicht eingestürzt ist, sonst können nämlich die Leute von unten ganz, ganz leicht nach oben kommen, das wird dann ziemlich schwierig, und dann sich weiter Richtung B und A bewegen.
Denn eine Sache ist ja gut, sobald die Gegner, nehmen wir an, die Gegner haben D, C, also D, C, B und A eingenommen, sobald man jetzt aber A und B einnimmt, das eigenes Team, dann sind die Gegner wieder extrem zurückgepusht und das ganze Wapen geht nun mal in die andere Richtung von vorne los. Dadurch entstehen extrem lange Runden, also das sind teilweise Runden, die gehen über 2 Stunden, gerade auch wenn man 1500 Ticket-Server oder 2000 Ticket-Server oder so ist. Ich muss sagen, das macht unglaublich viel Spaß, auch wenn man mal zwischenrein ein paar schlechte Phasen hat, aber es kommen dann wieder die guten Phasen, wo man einen 20er oder vielleicht sogar 30er Killstreak macht. Ich habe auch meinen höchsten Killstreak mit paar 30 auf dieser Map aufgestellt und das macht dann wirklich unglaublichen Spaß, wenn man da richtig wapet. Also, das würde ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr bis jetzt diese Map gehasst habt, guckt euch mal mein Video an, wie ihr am besten Punkte macht. Das habe ich vielleicht auch noch unten in der Beschreibung verlinkt. Dort erkläre ich auch ein bisschen, wie man Operation Locker spielt. Deswegen auch Daumen hoch für diese Map, Platz 2, völlig gerechtfertigt, wie ich finde. Am Anfang des Videos habe ich ja irgendwas von Fahrzeugen gesagt und jetzt habe ich diese Fahrzeuge noch überhaupt nicht erwähnt. Guilin Peaks und Operation Locker hatten im Prinzip fast keine Fahrzeuge, außer Guilin Peaks eben den Transportchopper. Jetzt kommen wir aber zu einer Map, die eigentlich oder dessen Gameplay eigentlich fast nur auf Fahrzeug-Gameplay basiert, nämlich Golmud Railway. Ja, das ist eine Map, da kommt man nur mit Fahrzeugen gut klar. In den Bereichen von A und B, also diesem kleinen Dorf da oben, jetzt mal rot markiert, kann man auch sehr, sehr gut mit Infanterie arbeiten, also kann man auch gut ohne Fahrzeug arbeiten und die Tanks, die da oben hinkommen, die leben echt gefährlich, denn da oben, nach einer Zeit zumindest, befinden sich ziemlich, ziemlich viele Löcher in der Straße und da fährt nun mal jeder Tank durch, wenn man da Minen reinlegt, dann ist der Tank schnell kaputt und selbst ohne Minen kann der Tank nicht gut zielen. Denn wenn es ständig auf und ab geht und der Tank will ja nicht stehen bleiben logischerweise, wenn es ständig auf und ab geht, kann man nur noch schlecht zielen und da kann man echt gut mit den RPGs auch arbeiten. Auch bei Punkt F kann man sehr, sehr gut vom Dach aus Tanks zerstören, also da bestehen durchaus Möglichkeiten auch was gegen die Fahrzeuge zu machen als Infanterie. Der einzige Nachteil auf dieser Map sind leider die Helis, denn die kann man sehr, sehr schlecht auf dieser Map bedienen. Zumindest wenn das Gegnerteam eine gute AA hat. Wenn man zum Beispiel im chinesischen Team ist, jetzt mal als Beispiel, von Punkt G aus weiter nach oben gesehen befindet sich ein sehr, sehr guter Berg, auf dem man als AA sehr, sehr gut eben die Helis runterholen kann. Beim RU ist es genau das gleiche, genau über dem RU-Platz sozusagen, über der RU-Base befindet sich auch ein Berg, jetzt mal rot markiert. Auf diesem Berg kann man auch sehr, sehr gut aus AA operieren. Deswegen als Heli leider ziemlich, ziemlich schlecht. Ich fliege nämlich auch gerne einen Scout-Helikopter und der ist auf dieser Map leider schlecht zu bedienen, obwohl es 3 davon auf der Map gibt. 2 kann man als ein Team haben, eben bei Punkt C spawnt noch einer. Deswegen natürlich auch nicht aus Luftsicht die Map zu overpowered. Also wenn man den Luftraum regiert, dann, naja, hat man vielleicht was gegen die Tanks in der Hand, aber mit Fahrzeugen und Infanterie kann man immer noch sehr, sehr gut die Flaggen eben einnehmen. Was ich an der Map auch sehr, sehr gut finde, dass sie für Rush und Domination und eigentlich auch Obliteration sehr, sehr gut geeignet ist, dass sie im Prinzip so eine Art Allround-Map ist, dass man jeden Spielmodus auf dieser Map spielen kann, denn bei Domination bzw. Team Deathmatch hat man den Bereich A, B oben zum Kämpfen, bei Rush geht es eben weiter von F unten bis D, C, A und B, also das ist sehr, sehr gut aufgebaut und auch Obliteration ist ja so, ich sag mal, ähnlich wie Rush, nur dass man die ganze Map zur Verfügung hat. Da finde ich, sind die Basen eben auch ziemlich gut so in einer Art Kreisform aufgebaut, dass man die auch sehr, sehr gut an einer Front verteidigen kann, wenn man sich eben bei CD gut aufstellt mit Tanks und so weiter. Ja, ich finde, wie gesagt, das ist eine einmalige Map, gerade auch, weil es so eine Allround-Map ist und auch auf Conquest macht die unglaublich viel Spaß, gerade wenn man Tankfahrer ist. Vielleicht auch, wenn man eine schlechte AA im Gegnerteam hat, dann kann man auch gut mit den Helis arbeiten, würde ich euch aber weniger auf dieser Map empfehlen. Das heißt, diese Map eigentlich gut für Tanks gemacht oder auch ein bisschen für Infanterie. Bei A und B kann man da sehr, sehr gute Killstreaks aufstellen, gerade auch, wenn die Flaggen nicht einem gehören, also wenn dort sehr, sehr viele Gegner spawnen. Weil wenn man da den Überblick gewonnen hat so langsam, wenn man weiß, wo halten sich die Gegner lange auf und wo kann man in den Ruinen quasi von den Häusern dann später gut liegen und gut rausschießen, dann kann man da wirklich sehr, sehr schöne Killstreaks machen. Deswegen diese Map auf Platz 1, gerade auch wegen dem Fahrzeug, wegen der Fahrzeugnutzung. Ja, jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, was sind denn eure Favoriten-Maps? Also, welche Map gefällt euch denn am meisten, welche am zweitmeisten? Das Ganze natürlich auch mit Begründung. Bei den Waffen hat der auch sehr, sehr viele eigene gute Waffen reingeschrieben, die ihr gut findet. Ich muss sagen, da habe ich mittlerweile auch ein bisschen zugestimmt, übereingestimmt, denn da haben sich schon einige Waffen rauskristallisiert jetzt über die Zeit, die auch wirklich gut sind. Die habt ihr auch nochmal unten in der
In den Kommentaren aufgezählt. Trotzdem ändert sich natürlich an meiner Top-Waffenauswahl nichts. Ich finde, wie gesagt, immer noch die Skaha am besten. Falls ihr natürlich noch unten in die Kommentare schreiben wollt, welches euer Lieblings-DLC ist, könnt ihr das auch gern machen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Jetzt kommen wir aber noch zur Gewinnspielauflösung. Wir hatten sehr, sehr wenige Teilnehmer im Gewinnspiel, was vielleicht daran liegt, dass die meisten schon Premium oder eben alle DLCs haben. Hoffe ich doch mal, sonst wäre ich echt ein bisschen enttäuscht, dass so wenige dran teilgenommen haben, wenn ich schon mal was verschenke. Ne? Und ich habe das ganz, ganz einfach gemacht. Am meisten wolltet ihr eigentlich feine Stand haben und ich habe jetzt einfach den ohne irgendwelche Zufallsgeneratoren und so ausgewählt, den ich schon am meisten in meinen Kommentaren gesehen habe. Nicht, weil er schon am längsten dabei ist, sondern weil er eben am meisten unter den Videos kommentiert. Und das, da bin ich natürlich auch dankbar für jeden, der kommentiert, weil das bietet immer wieder neuen Diskussionsstoff und bietet mir auch wieder Inhalt für neue Videos. Also umso mehr Kommentare sind, umso mehr Inhalt kann ich auch für meine Videos finden. Das ist immer eine Top-Sache. Deswegen geht das feine Stand-DLC an Türk180. Ja, herzlichen Glückwunsch an dich. Du schreibst mich einfach in YouTube. Kannst es auch in den Kommentaren machen, wie auch immer, unter diesem Video. Oder du schreibst mich auf Facebook an, auf meiner Facebook-Seite. Die ist natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt an. Und also du musst mich irgendwie halt kontaktieren. Und dann schicke ich dir den Code für feine Stand. Das mache ich dann am besten natürlich über Facebook oder über eine private Nachricht bei YouTube. Das kannst du mir am besten sagen, wie ich dir das schicken soll oder per E-Mail, wenn du willst. Und du wolltest eben das feine Stand-DLC, hast geschrieben, dass Second Assault dein Lieblings-DLC ist vor China Rising. Ob ich da jetzt übereinstimme, sage ich vielleicht in dem nächsten Video. Ich lese den Kommentar einfach mal vor. Ich habe BF3 nicht gespielt, aber die Maps sind einfach geil. Viele Tanks, Helis und Jets, dann gefällt dir wahrscheinlich auch Rollmut Railway. Optimal für Eroberungsliebhaber wie mich. Die kommen sonst immer zu wenig zu kurz, da es auf der PS3 keine Eroberung groß gibt. Ich habe dich jetzt schon ein Weilchen abonniert und finde deine Videos echt gut. Du gibst dir echt Mühe, das merkt man. Mach weiter so. Ja, ein bisschen geschleimt, aber trotzdem danke an dich, dass du so ordentlich kommentierst und so fleißig kommentierst. Deswegen geht Feine Stand heute an dich. Ja, im Insgesamten war es das jetzt für dieses Video, ist auch schon ziemlich lange jetzt. Ich verabschiede mich von euch, ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch gehabt ins neue Jahr und seid nicht ausgerutscht. Haha, na, okay, also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Zugfan.